Die Wirtschaft in Südbrandenburg zeigt sich zurzeit in einer sehr guten Verfassung. Das geht aus der heute veröffentlichten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Cottbus hervor. 93% der 450 befragten Unternehmen beurteilen ihren Geschäftsverlauf positiv oder befriedigend. Das ist der niedrigste Wert seit Frühjahr 2012. Die Gründe für die positive Entwicklung liegen zum einen in den Rahmenbedingungen. Denken Sie beispielsweise an den Handel. Die letzten Tarifabschlüsse waren so, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Ein anderer Aspekt ist, dass das Geld auf den Konten von Banken und Sparkassen keine Erträge mehr bringen. Also wird das Geld investiert in Konsum, aber natürlich auch beispielsweise in die eigene Immobilie, weil sie werthaltig ist. Das wiederum hat dann entsprechende Auswirkungen auf die Unternehmen, die im Baubereich tätig sind, und so schließt sich dann der Kreis. In der Industrie setzt sich der positive Trend fort. So hat sich die Bewertung mit 46 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Das beruht vor allem auf den guten Geschäften auf dem inländischen Markt. Hier sind es vor allem, sage ich mal, die Produzenten, die für den Konsum produzieren, also die für den Verbraucher produzieren, deutlich besser. Die Umsätze sind in diesem Bereich deutlich gestiegen. Nicht ganz so erfreulich sieht es bei dem Export aus. Hier ist sowohl Nachfrage als auch Umsatz eingebrochen. Problem dafür, die europäischen Partnerländer sind auf Sparkurs aus. Außerdem macht sich bei den Unternehmen eine gewisse Unsicherheit breit. Die künftige Finanz- und Wirtschaftspolitik einer neuen Bundesregierung und die nach wie vor steigenden Preise bei Energie und Rohstoffen bereiten Kopfzerbrechen. Aber auch der Fachkräftemangel ist und bleibt ein wichtiges Thema. Wir empfehlen den Unternehmen in Südbrandenburg, die eigenen Ausbildungsanstrengungen zu verstärken. Hier bieten wir entsprechende Unterstützung seitens der IHK an, Kurse für junge Leute, die wir auf die Ausbildung vorbereiten. Und man muss auch ein Stück weit Geduld haben mit den jungen Menschen, die dann nach 1,5 Jahren, wenn dann der Knoten platzt, ausgesprochen qualifizierte, gute Mitarbeiter im Unternehmen sind und die alle eine Perspektive für die weitere berufliche Karriere haben. Es gibt keine Veranlassung, die Region zu verlassen, um woanders sein Glück zu suchen. Inzwischen wird auch durch die Bank in allen Unternehmen anständig bezahlt. Wie sich die wirtschaftliche Lage in Südbrandenburg in den nächsten Wochen entwickelt, das wird zum Großteil auch von den künftigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen auf Bundesebene abhängen.